So Leute, ich bin am Arsch. Ich habe nur 500 Gramm gegessen und 200 Gramm Reis etwa. Und ihr seht, ich bin hier am Liegen. Geht nichts mehr rein. Wenn ich jetzt noch weiter essen würde, dann wäre es nicht mehr gut. Wie geht's dir, Matthias, Bro? Ja, also... Bist du immer noch am Kämpfen? Ich bin immer noch am Kämpfen. Also ich bezahle mir immer gleich für 500 Gramm Rind, 200 Gramm circa Reis und 100 Gramm Käse. Boah. Auf jeden Fall, das waren jetzt 100 Gramm, nur 100 Gramm Eiweiß, nur das Fleisch pro Kopf. Mit Käse 130, 140, weil der hat 34 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und Reis 160 Kohlenhydrate pro Kopf. Also, wenn man das ausrechnet, boah. Also, das waren einmal 2000 Kalorien, circa nur das Fleisch. Aber Mensch, wie hast du dich gefühlt? Es war gesund, oder? Fettfrei, sozusagen. Also, ja, ich muss sagen. Im Gegensatz zu einem McDonald's Burger. Genau, oder genau. So. Riesenunterschied, genau. Machen wir mal den El Bandi aus. Also, sehr gesunde Variante natürlich zu McDonald's. Das ist über alles Hass. Und es ist fettfrei, wir haben es selber gemacht, wir wissen, was rein ist. Und es schmeckt 100-mal besser. Also. Ich bin auch satt. Also wie gesagt, es hat geklappt. Ich bin satt. Der Unterschied zwischen. Auch preislich, oder? Verschierten im Geschäft und das da. Wenn man rechnet, ein Kilo verschiertes. 4-5 Euro. Ja, auf 100 Gramm hat es aber bis über 20 Gramm Fett. Also sie schauen das vom Tier, die Stellen hernehmen, was viel Fett hat, die auch am günstigsten sind, weil so extrem fettarmes Fleisch ist im Standard voll ein bisschen teurer jetzt vom Rind her. Sieht der Verschierte, wird einfach alles zusammengemixt, was er vom Tier. Es ist sehr eklig, finde ich. Lieber selber Faschierte machen. In unserem Fall haben wir ja die Leibchen, die Lorberlen. Und jetzt habe ich so genug. Ein gesundes Cheat Meal in dem Sinne. Ja, Cheat Meal, gesundes Fast Food. Also ich habe es cool gefunden. Das war mein erstes Mal so in dem Sinn, aber ja, ich werde es nicht so schnell wieder machen. 500 Gramm sind einfach wirklich extrem viel. Also das war jetzt das. Wir machen ein extra Video, wie wichtig die Ernährung ist, die meistens unterschätzt wird. Ja. Und so wie es bei uns ausschaut. Wir haben kleine Unterschiede, aber wir sagen euch, wie es bei uns ausschaut und was wir davon halten. Auf was man achten muss. Und ja. Ich verabschiede mich jetzt mal in dem Sinne bei euch. Ich sehe ziemlich müde aus. Ich habe wirklich lange an dem Video gearbeitet, also an mehreren Videos mit Matthias. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Es wird in den nächsten Tagen, Wochen kommen. Ja, und ich habe noch ein paar Nachrichten erhalten, dementsprechend wegen meinem Bart, warum ich mir einen wachsen lasse. Ich habe mir gedacht, ich habe noch nie einen Vollbart gehabt und ich möchte es gerne einfach mal probieren. Mal schauen, wie lange ich durchhalte. Ich habe viel positive Kommentare und Nachrichten bekommen. Ja, mal schauen. Ansonsten bleibt immer fit. Ich möchte mich nochmal bedanken. Ihr kennt's ja. Ich bedanke mich so oft und das ist auch verdient. Und ja, ich sehe heute wirklich ziemlich schlimm aus. Ich habe wirklich nicht lange geschlafen. Daher macht's gut und danke fürs Zuschauen. Peace.